was born in a land across the sea. Moved to New York, I was 10. Ich war 10 Jahre alt, als ich sie das erste Mal sah. Sie war viel größer und viel grüner, als ich es mir vorgestellt hatte. Sie begrüßte mich in meiner neuen Heimat mit einem stoischen Gesichtsausdruck. Ich hatte gemischte Gefühle. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, wären die Dinge in New York anders verlaufen. Etwas weniger Dreck und ein wenig mehr Glanz in den entscheidenden Momenten des Lebens wären besser gewesen. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge im Leben anders, als man geglaubt hat. Und genau das passierte mir. Ich war ein Magnet für schlechte Gesellschaft und ich lernte schnell dazu. Ich sah nie das Falsche in dem, was ich tat. Ich nahm die Herausforderung an, jeden Tag und jede Nacht zu überleben. Meine Freunde waren Kriminelle und Frauen musste ich mir kaufen. Das Problem war, ich fühlte mich absolut überlegen und war Herr der Dinge. Also stieg ich auf der Leiter des Verbrechens nach oben, bis ich schließlich meine Zeit absitzen musste. 7 lange Jahre. Am Ende gar nicht zu überlegen. Sobald ich aus diesem Schlamassel rauskomme, werde ich ehrliche Leistung bringen. Ich werde ein neues Kapitel aufschlagen und ein besseres Leben führen. Mit etwas weniger Dreck, aber viel mehr Glanz.